Grolnk ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Spoink. Grolnk ist ein zweibeiniges, grau-violett gefärbtes und schweineähnliches Pokémon. Hierbei ist die Farbe des Unterleibs, der Beine, der Arme und der Ohren dunkelgrau. Der obere Teil des Körpers inklusive Kopf und die Krallen erscheinen in einem hellen Violett. Die Innenseite der Ohrmuschel, die Schweinenase und der Kringelschwanz treten in Pink auf. Das Pokémon bewegt sich auf zwei kräftigen Beinen fort. Seine Stirn ist mit zwei schwarzen Perlen geschmückt. Eine solche Perle ist ebenfalls in der Mitte des Bauchs zu finden. Diese wertvollen Perlen nutzt das Pokémon, um Energie zu speichern und seine psychischen Kraftwellen zu verstärken, welche Grundlage für seine fantastischen Kräfte sind. Grolnk tanzt, während es diese Kräfte ausübt und erlangt dadurch die Kontrolle über seine Gegner. Grolnks Shiny-Version ist dunkelgrau gefärbt, jedoch sind die violetten Stellen Balge. Grolnk ist ein Pokémon, welches eine gute Verteidigungsfähigkeit gegenüber speziellen Attacken aufweist und diese ebenfalls mit beachtlicher Stärke einsetzen kann. So greift es Gegner hauptsächlich mit Psycho-Attacken wie Psycho-Schock und Psychokinese an, indem es sie mit Strahlen, telekinetischer Energie oder seltsamen Energiewellen trifft. Es beherrscht auch Attacken anderer Typen, wie zum Beispiel die physische Flugattacke Sprungfeder, bei der es seinen Schweif einsetzt, um weit hochzuspringen und sich anschließend von oben auf den Gegner zu stürzen, oder die Statusattacke Taumeltanz, welche vom Typ Normal ist und auf sein stets tanzendes Verhalten hinweist und eine Verwirrung seines Feindes bewirken kann. Grolnk kann die Fähigkeiten Speckschicht besitzen, mit welcher es durch seine Masse die Angriffe von Eis- und Feuerattacken abfangen und somit nur noch halb so viel Schaden nehmen kann, oder alternativ die Fähigkeit Gleichmut, die es vor Verwirrung schützt. Seltene Exemplare verfügen über die versteckte Fähigkeit Fällerei, durch die Bären, die gewöhnlicherweise erst bei 25% der maximalen KP verzehrt werden, bereits bei 50% der maximalen KP verzehrt. Grolnk lebt in Wäldern und bewaldeten Gebirgen. Auf seinem Stirn und auf seinem Bauch sind schwarze Perlen zu finden, welche als wertvolles Kunstwerk gelten. Das Manipulator-Pokémon nutzt sie, um seine psychischen Kraftwellen zu verstärken. Die Kraft einzusetzen ist für das Pokémon sehr kraftraubend, weswegen es dabei stets schnaubend und schwerfällig atmet. Besonders charakteristisch für das Grolnk ist außerdem sein sonderbarer Tanz. Mit diesem ist es dazu fähig, Gegner zu kontrollieren. Man sagt, die Schritte dieses Tanzes stammen ursprünglich aus einer alten, ausländischen Methode. Heute ist er beim Menschen der Übersee sehr beliebt. Dabei ist Grolnk der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 32 aus Spoink. Die graue Körperfarbe und die Schweinenase, welche die hauptcharakteristischen Merkmale von Grolnk darstellen, sind bereits vor der Entwicklung gegeben. Ebenfalls sind beide Entwicklungsstufen durch Perlen verziert. So ist bei Spoink eine große Rose auf dem Kopf zu finden, bei Grolnk sind es zwei kleinere, schwarz auf der Stirn und eine in der Mitte des Bauches. Die Statur des Pokémon ändert sich nach der Entwicklung enorm. Vor der Entwicklung bewegte sich auf seinem Schweif, welches wie eine Sprungfeder geformt ist, fort. Nach der Entwicklung besitzt das Pokémon kräftige Beine. Diese braucht das Pokémon, um während seiner Attacken Tänze auszuführen, welche ihm helfen, Kontrolle über seine Gegner zu erlangen. Auch fällt auf, dass sich die vorher schlicht gehaltenen Hände nun zu langen Armen mit Klauen ausprägen. Der Körper färbt sich in ein helles Violett, die Ohren, Arme und Unterkörper bleiben grau. Und mit seinem Typen nimmt es halben Schaden gegen Kampf, Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Käfer, Geist und Unlichtattacken. Die restlichen Attacken machen normalen Schaden, es sei denn, es hat die Fähigkeit Speckschicht, dann werden auch Feuer- und Eisattacken zu halbem Schaden.